Highlights ist der Titel des dritten Albums von Him. Dunkle Schatten befanden sich auch unter den Augen von Sänger Ville Valo. Es lag jedoch nicht an der Party vom Vortag, dass Ville keine Worte fand, um die neue Platte zu beschreiben. Wir haben zu lange an dem Album gearbeitet, als dass ich mich erinnern könnte. Man verliert die Objektivität, wenn man so eng an etwas arbeitet. Ich kann also nicht sagen, ob das Album ein Thema hat oder nicht. Dass er nicht mehr weiß, worum es auf seiner eigenen Platte geht. Und indem wir noch etwas bohrten, rückte Ville nach und nach mit der Sprache raus. Es ist autobiografisch, Geschichten, die im letzten Jahr passiert sind, so wie ein Tagebuch. Da ist wahrscheinlich ein Hauptthema, aber ich habe es noch nicht gefunden. Es handelt von Menschen, das ist das Thema, und Treue. Sowjetische Oberkörper und die laszive Art haben Ville Valo, Frontmann von Him, zu einem Mädchenschwarm der dunklen Art gemacht. Doch der Schein trügt. Trotz aller Posen und Sprüche ist die Band nicht für alle Teile des Sex, Drugs und Rock'n'Roll Lifestyles zu haben. Wir hatten niemals irgendwelche Groupies. Einmal kam in Budapest ein Mädchen auf mich zu und fragte mich, kann ich dein Groupie sein? Can I be your groupie? Sie hat mich direkt ins Gesicht gefragt, willst du mit mir schlafen? Und es ist nicht passiert. Wie schmeichelnd und verlockend tausende von schmachtenden Mädchen auch sein mögen, Ville Valo hat eine Freundin. Und der ist er treu. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum der hagere Finne freundliche Angebote von jungen Damen ablehnt. Ich mag keine Leute, die uns mögen, nur weil wir in einer Band sind. Das ist nicht nett. Außerdem sind One-Night-Stands langweilig. Es ist viel besser, wenn du die Person kennst. Dann kannst du nämlich viel bessere Sachen machen. Festivals wurde gestern weitgehend von nordischen Acts wie den aus Schweden stammenden Briskeby und den Norwegern Aha dominiert. Von den finnischen Gothrockern Him wollten wir dann auch wissen, ob sie sich ihre Kollegen aus der kalten Heimat anschauen wollen. Leider werden wir kaum Zeit haben, da wir noch ganz viele Interviews geben müssen. Vielleicht schauen wir uns aber Aha an. In den 80ern habe ich sie geliebt. So, probably not gonna see any of those bands. Such a shame. Maybe Aha. Maybe Aha, yeah. Used to like love them in the 80s, so. Zwar sind die Jungs nicht ganz so lange im Geschäft wie Morten, Magne und Paul, doch wissen auch sie, wie sie ihre Fans glücklich machen können. Wir werden circa 4 Songs von dem neuen Album spielen, um zu sehen, ob die Fans sie mögen. Falls nicht, müssen wir das ganze Album neu aufnehmen, wie beim letzten Mal. Hims androgyner Frontmann Ville Valo ließ es sich natürlich nicht nehmen, mit einem interessanten Outfit aufzukreuzen. Ein zerrissener Mantel, den Sprüche wie Your von etlichen Him-Gassenhauern. Noch was Neues, Ville Valo ist wieder Single. Aber wenn ihr jetzt denkt, er würde mit euch in die Kiste gehen, dann müsst ihr vielleicht noch ein bisschen gedulden, weil im Moment steigt er lieber noch über seine Gitarre drüber. So sind sie halt, die Musiker. Und hier kommt er. Nachdem die Düsterrocker 3 Jahre lang Vollgas gegeben haben, gönnen sie sich eine kreative Auszeit. Endlich Zeit für Urlaub? Nein, meine Mission ist es, das neue Album zu produzieren. Keine Zeit für Ferien. Wie regeneriert sich so ein Workaholic? Wenn ich morgens aufwache, spiele ich Gitarre, surfe nach ein paar lustigen Sexseiten im Internet, spiele Billard und trinke einige Bier. Jetzt sind die alten Finnen erstmal weg vom Fenster. Gerade hat Ville sein Mic niedergelegt und schon spinnt er neue Pläne. Natürlich hat er diese den MTV News verraten. Wir sind sehr zuversichtlich, was unser nächstes Album betrifft, welches wir hoffentlich im Herbst aufnehmen und nächstes Jahr veröffentlichen können. Schon Ideen dafür? Wir schauen auf die Charts und wer Platz 1 wird. Für gewöhnlich klauen wir von diesem Künstler und kopieren ihn. Hoffentlich ist es dieses Jahr nicht Ricky Martin.